Creeping Terror. Alles, was creept, ist fine with me. Die Maus macht nichts übrigens. Was sagt das aus? Danke. Change Control Type. Key Config. Ich will gerne mit der Maus mich bewegen können. Kann ich das konfigurieren? Wahrscheinlich nein. ZXCA. ZXCA. Aber das ist nicht das Laufen. Ich ahne Übles. Die Japaner sind eigenartig, nicht wahr? Insofern haben sie wahrscheinlich eine eigenartige Steuerung oder so. Oder ich stelle es mir jetzt nur so vor. Ja, weil ich kein Old-School Gamer bin. Hello, as you can see, I am currently standing in front of the mansion that has been the subject of many rumors. Nope. Nein, das kann ich nicht sehen. Und, es ist auch nicht sehr stimmungsvoll, mir das so zu verklickern. Specifically, the mysterious monster sightings. This place is supposed to be abandoned. Who or what is it really? Alright now. Nein. Alright, good. Now turn toward the camera once. Would you hurry your butt up, Bob? Come on. Soll ich hier wirklich nichts sehen? Ist das... Ich noch betrachte das als Gag? Hey, just don't push me. Ah, da sind Leute. Gott sei Dank. What if the camera broke? Okay, kann ich die Leute unterscheiden? Der Dicke, what if the camera broke? Okay. Don't blame me. Don't blame me. It'd be totally your fault, not mine. Emily, you... Bob, Emily, just stop it. Oder muss ich sie mit ethnischem Akzent sprechen? We've come all this way, so don't fight. Nein. We've come all this way, so don't fight. Don't worry, I'm not picking a fight with him. My brother's just riling himself up. Yeah, it's all my fault. Seriously, you two. Whatever, let's keep moving. Okay, das sind nicht die typischen 5 Teenager. Oh, die Geräusche sind super. Das bringt mich in Stimmung. Für Horror und Grusel. Die Tomboy-Dame hinten oder Trans, wie auch immer, hat noch nichts gesagt, ne? It really does feel like something's going to jump out. I heard that a lot of people at school have also seen the monster. Ich muss die ein bisschen blonder sprechen. Ne? On top of that, a bunch of them have gone missing too. Wait, really? That's what everyone's saying. But if it's true, then it's a really big deal. By the way, why is Eriza the only one wearing a uniform? Oh, this is... Oh, I'm glad you asked, Ken. Ist ein Junge? I've got quite a few fervent fans of my streaming Hanging with Bob channel. They've been pushing for a cute girl to show up on it for a while now. Bob sieht aus wie so ein vergewaltiger Typ oder so ein Hashtag MeToo Weinstein kind of guy. So I asked Arisa, nehme ich mal, Arisa Franklin? Arisa to act as a reporter for this piece. Even if what you say is true, why a uniform? Why else to rack up the views for my videos? A cute girl in a uniform exploring a strange mansion. Who knows what will happen? It certainly captures your attention, doesn't it? Hey, hey? Is your wife a goer? That's just your hobby. Okay, yes, I get it, but... Indeed, you and I know what it's all about. I don't even want to try to understand that. Ignore Emily. Let's head into the mansion. Ob ich es schaffe, jeden Satz anzüglich klingen zu lassen von ihm. Okay, alle gehen rein. Ich hoffe, sie sterben alle. Niemand ist mir bisher sympathisch.
Just look, I wasn't expecting the atmosphere in here to be so perfect. Maybe we really can expect some surprises. Just shut up, dummy. Could you keep quiet for just 1 second? Oh, what's this? Is my dear darling sister feeling scared? Ugh. Ha 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 ha! All right, you ready, Arisa? I'm going to start recording again. Walk around over there for a bit, then go into the room right in front of me. Got it. Use the D-pad or left stick to move Arisa. Ich habe weder noch. Ich habe eine Maus und ein Keyboard. Ist das okay? Pressing and holding the RB button. Ah, space key. Okay, will allow you to run. Doch, left stick, D-pad, left stick, I don't know what you're talking about. Ich kann auf jeden Fall das sehen. Ich kann nicht WASD, ich kann... Oh, sie kann sich direkt hinknien. Sie kann sich hinter ihm hinknien, aber nicht vor ihm hinknien. Sie konnte sich doch gerade hinknien. Nach oben ist hinknien, okay. Dann soll sie mal laufen. Schön. Nach unten ist aufstehen und nach oben ist hinknien. So, mit dem kann ich reden, ne? Wow! Watch out! Be careful, it's dark around here. Ach so, ich sollte zu irgendeiner Tür, ne? Oh. Hey, not that way. I set the room in front of me. Seriously? Jetzt sind alle drin. This place is huge. Who in the world could have lived here? Eek! Oh, sorry. You again. Ha 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 ha! Why don't you go down to the far end, Arisa? Okay. Whatever. Fuck me. Sorry. All right, give me a quick report on how it looks around there. I've just entered one of the rooms inside the mansion. As you can see, it appears to be a storage room. The room is full of a large number of things. Ah! Arisa, are you okay? Yeah, I'm all right. Ich spreche irgendwie alle gleich doof, oder? Yeah, yeah, I'm all right. Sie ist the good girl, oder? Yeah, I'm all right. Well, there are a lot of objects scattered around, but there doesn't seem to be anyone around. Evidence of humans living here. Ganz schön spooky, ne? Eek! Arisa! Warum wird eigentlich der untere Teil meines Bildschirms nicht verwendet? Ist das ein Spiel, das normalerweise auf einem Handy gespielt wird? Quer oder so? Okay, ein Flashback, ne? Oh, good morning. So, have you gotten used to living here? Yet? You helped with that a lot. It won't be long until you go right back to Japan. Warum hab ich right gesagt? It won't be long until you go back to Japan, right? Yeah, your family has been so nice to me. Oh, stop! We're friends! Oh, yeah. My brother sent us a message. Oh, about that place you mentioned earlier. We're all meeting up at the entrance to the forest tonight. Das war, wenn sie lesen würde. Haha, was that your Bob impression? Aye, aye, sir. We should install a flashlight app on our phones, just in case. Got it. But listen up, Arisa. You've got to be careful wandering the forest at night with men. I know, I know. Oh yeah, who's coming with us? Me and my brother. And you. I invited some other classmates, but they were all too scared. I see. I guess people get scared easily both here and in Japan. So, people do something like this back in Japan?
Yeah, it's called a test of courage. Usually it's going into deserted places at night. People do it to get horror chills, kind of like a way to cool themselves off during the summer heat. Really? Though around here, only the more quirky types are interested in things like this. It's the same in Japan, too. Hey, Emily! Would it be okay if I invited Ken? Ah, Arisa's boyfriend, huh? No, it's not like that. Oh, is that so? Who else? Nay, why else would lover boy waste his semester break to come all the way here? You really think so? Well, it's fine. Anyone's welcome to come. Oh, we gotta go. See you later, Arisa. Okay, later. Oh. Holy smokes. Völlige Stille. Habe ich nicht gerade noch hier Glibberwasser gehört? Au. Oder oh, what happened? Die Grafik ist gar nicht so schlecht, ne? Aber. Und ich kann doch nichts gegen das Spiel sagen. Ich mag ja so klischeebehaftete Filme, Spiele und so weiter. Von daher. Where am I? Did I really fall from all the way up there? Oh yeah. Where is everyone? Emily! Hey, hey, hey. Ken! And. Bob! Ob! Please answer me if you're there. Answer me if you're there. Oh. Oh, I should call Emily. Na, wer ruft schon laut, wenn er anrufen kann? Wait, hold on. Huh? My phone's gone. Did I drop it somewhere? I should look around. Wenn ich jemals mein Telefon verliere, werde ich genau das sagen. Oh, habe ich mein Telefon verloren? Ich sollte mich umsehen. Look for the missing phone. Das ist doch mal eine Aufgabe. Das Wasser. Wenn es da liegt, ist kaputt. Da glänzt was. Oh, thank goodness, I found my phone. Na, die Mission ist gelöst. I'm so glad it's not broken. Let's see if I can call the others. Beep. Huh? No signal? I can't get the call to go through. What should I do? There's no use getting upset. Maybe if I go up, it'll work. That's offenbar gar nichts mehr, ne? La 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 la. Hier ist die Welt zu Ende. Ne, hier kann ich rausgehen aus dem. Ich irgendwas mal sehen dazwischen vielleicht? Wo bin ich sonst so lange gegangen? Hey, Swamp Gas! Hier sterbe ich. Ich fühle mich so komisch im Kopf. It's pretty dark up ahead. Might be dangerous to move around. I wish I had some kind of light. Habe ich irgendwie Items? Ich habe ein Phone. Oh. That's right, my phone's got a light. It works. I don't know for how long, but at least I can keep moving with it. Also, keine Zeit verlieren. Frisch gewagt ist halb gewonnen. Jetzt mache ich den ersten Schritt. Good thing I installed that flashlight app like Emily suggested. Press X key to use the cell phone flashlight. The battery will continue to bleed while it's in use. Flashlight is unusable once it's dead.
Don't forget to turn it off when it's not needed and recharge the battery using the charger. Wo soll ich das denn bitte rechargen? Are you kidding me? Mach ich's direkt aus. Ich sehe noch genug in der Dunkelheit. Naja, kann mich ducken. Ich kauf die dumme Idee, dass das Pfeil nach oben ducken heißt. Ist das in Japan so, dass oben unten ist? Ja, ist ja immerhin auf der anderen Seite der Welt. Ja, da hochgehen ist... Ja, kann ich so machen. Die Geräusche sind innervierend. Oh, sie kann klettern. Zwar ohne irgendwelche Hilfe. Oh, Fledermäuse. Eek! What? Nein, kann ich da nicht vergehen? Nein, die muss gerade aufgehen. That's a lot of bats. There's no way I can get past them like this. Vielleicht kann ich sie mit dem... Ja, danke. Vielleicht kann ich sie mit dem Telefon verscheuchen. Nope, there's no way I can go. Okay, reicht also nicht. Mach ich das Licht wieder aus. Mann, sind die laut. Oh. Nicht wegen der Fledermäuse, sondern wegen der Lautstärke. Oh. Just a rock, as far as I can tell. Oh, I know. Ne? Mit Felsen kann man Waren und Dienstleistungen kaufen. I might be able to scare those bats away if I use this. Use any tool you pick up by pressing the Y button, A key, pressing the X by C key. During the game opens the item menu where you can check the in-equip items. What? Also, aufheben mit A und mit C kann ich unten noch was auswählen. Versuchen wir es nochmal. A. Okay, das war Use, ne? Ich dachte, das wäre Aufheben. Okay. Da kann ich dann verschiedene auswählen. Und wie komme ich wieder zurück? Files. Okay. Sehr, sehr stimmungsvoll. Oh, eine verschlossene Tür. Ich glaube, man den Schlüssel brauchen. Shoot! The door is all tied up with chains, so it won't open. I wish tools were just lying around on the floor. Then I could use one to destroy this. Search for a way to cut the chain. Cut the chain, man! Whoa! Lieber mal das Licht anmachen. Oh. I almost fell. Ja, da unten liegt was. Zum Glück kann ich nicht fallen. Hier vorne ist was, da kann ich aber nicht hin, ne? Ja, dann kann ich laufen eigentlich? Nein. Nein, ich kann nicht laufen. Keine Chance. Ich kann nur einen Stein mitnehmen, obwohl Tausende da liegen. So, da kann ich runter. Aber ich kann auch hier weitergehen. Ich kann endlos weitergehen. Na, hinter dem Stein ist offenbar nichts. Dann gehe ich wieder runter. Und werfe jetzt gleich mal einen Stein auf die Fledermäuse. Ah, ihr garstigen Viecher. Hier. Alright, the way's clear now. Ah, jetzt bin ich da, wo ich eben vorhin was gesehen habe.
Wow! To think a place like this exists under the mansion. Even looking up is pitch black. I can't believe I'm okay. Das wäre ein gutes Lebenshilfe, Selbsthilfebuch, ne? I can't believe I'm okay. Da oben liegt was, ne? Das würde ich gerne haben. Muss ich wahrscheinlich da rumgehen. Da liegen noch mehr Steine. Da hebe ich doch noch einen auf. Kann ich noch einen zweiten aufnehmen? Ja, ich kann so viele Steine aufnehmen, wie ich will. Das ist gut. Das wusste ich eben nicht. Hier liegt noch was. Rock piles are all over, but unlike those you can pick up, these are hindrances. Arisa will avoid them if her flashlight is on, but will trip and fall if she cannot see them. Arme Arisa. Da sind doch wieder Fledermäuse, da werfe ich doch einen Stein drauf. Schön, weg mit euch. Schuh, Schuh. 555 Schuh. So, da liegt was. Was habe ich denn jetzt? Wire cutters obtained. Some sort of cutting tool. I'll bring it with me just in case. Sie spricht wirklich wie so Heldinnen aus 50er Jahre Kinderserien, Fernsehserien. Gab es Kinderserien? Es gab keine Kinderserien in 50er. Doch, gab es. Sprich halt wie Kinder in 50er. So, ich würde gerne da oben lang gehen übrigens. Da! Ah ne, da hebt sie wieder einen Stein auf. Die ganze Zeit im Endengang, das wäre lustig. So, da oben ist doch, leuchtet doch was. Wie komme ich denn da hin? Meine Güte. Gar nicht, ne? Wird ja alles angezeigt. Wenn ich das tun könnte, wäre da ein Ausrufezeichen. Kein Ausrufezeichen, das kann ich nichts tun. Auf zurück. Das Geräusch tut in den Ohren weh. Dieses Gehgeräusch. So, jetzt da hoch. Wobei Wirecutter wird wohl nicht reichen, ne, um da. Um es aufzustellen. Nehme ich an. Ich nehme mal C. Ja, Wirecutters. Capable of cutting heavy chains as well. Ja, habe ich eben gar nicht gesehen. Ja, danke. Das will ich benutzen. Macht sie jetzt automatisch. There are chains, but if I use the tool I found earlier... Ja, das bin ich ja gerade. Oh Mann. Fertig. Yeah, I can keep going now. Oh, eine Mine! Looks like I came out in a mine shaft. Were they mining something here? It doesn't matter. I need to keep going and find the exit. Let's do it. I'll take the first step now. Ich gehe erst noch ein Stück weiter, ne? Ich kann ja immer noch da reingehen. Hey, mehr Steine. Und Vorsicht! Also sie verliert nicht wirklich irgendwas, ne? Also sie verliert nicht Lebensenergie oder so. Gehe ich mal hier runter.
Da ist doch schon wieder der Gar lang, wo keine Fledermäuse sind. Nein. Da muss ich wohl wieder einen Stein nehmen. Wie kann ich denn wieder zurück? Ja, mit C? Oh Mann! Da, so. Jetzt werfe ich den Stein. Und wieder hauen sie ab. Ah, jetzt habe ich das Ding. Was ist es? Charger obtained. Schön, jetzt kann ich meinen... Ja, das ist der Traum von modernen Teenagern. Ich bin in einer dunklen, geheimnisvollen Höhle gefangen, deren Geheimnisse ich enträtseln muss. Ich habe ein Handy und ich habe einen Charger. Mehr brauche ich nicht. So, dann gehen wir wieder da hoch. Mhm. Schön den Weg zurück. Ich wollte gerade sagen, never gets old, but it does. It gets old. Ich habe noch nicht mal Lust, mein Handy anzumachen. Und noch einen Stein werfen. Vielleicht hätte ich mehr Steine mitnehmen sollen. Erst weitergehen. Sicher zu gehen, dass ich hier nichts übersehe. Oh, ist ja schon der zweite Gang. So viel Auswahl. Ist das ein Stein, über den ich stolpern kann? Nein. Da gehe ich raus. Ah, hier geht's nach oben. Was ist das? Da geht eine Treppe nach unten, nehme ich an. Ich will aber ganz nach oben. Zeig mir den Weg nach unten. Ich hasse den Tag. Ich hasse das Licht. Da ist wohl auch nichts, ne? Wenn man das früher sehen könnte, würde man sich viel Zeit sparen. Aber es ist eins dieser Spiele, wo man sich auf die Atmosphäre einlassen muss. Da rennt man nicht einfach so durch. Da genießt man die fantasievolle Umgebung und die schöne Grafik. What's that? I hear something up ahead. Oh, someone's there. Maybe they know where the exit is. Da läuft sie automatisch. Excuse me. I was wondering. Huh? Das Karl McCoy? Ne, der war kleiner. Viel kleiner! Da ist sie umgefallen. Somebody! Somebody what? If you get caught by the enemy, it could spell game over. Try not to get caught. Be warned though, your stamina meter will begin to decrease whenever you run away while being chased. Wie kann ich denn rennen? Once depleted, you won't be able to run, so keep an eye on it. Let's go! Tja. Ich muss schneller. Da hätte ich schneller hacken müssen. Mann, oh Mann! Yes. Da ist er wohl tot. Continue. So, ja, jetzt bin ich vorgewarnt. Vielleicht sollte ich gar nicht da lang gehen. Dem Monster erst später begegnen. What's that? I hear something up ahead. Sie geht automatisch. Ich kann sie nicht wieder zurückbringen. Oh, someone's there. Maybe they know where the exit is. Excuse me, I was wondering.
So, jetzt bin ich vorbereitet. Haben Japaner übrigens verdrehte Hände? Ich muss, um schnell gleich zu klicken da mit dem Ding, müsste ich ja... Das muss ich mit rechts machen, das kann ich nicht mit links machen. Aber da ich nicht WASD benutzen kann... Ja, ja, ist okay. So, das habe ich geschafft. So, wie läuft sie denn bitte? Sie geht. Sie kann gar nicht laufen. Bin mal gespannt. Na, ich bin hier entkommen. Tja, da bin ich aus dem Ding raus, ne? Folgt er mir noch weiter? Ha. Jetzt bin ich entkommen. Mann, oh Mann, was für eine turbulente Verfolgungsjagd, würde ich sagen, ne? Na, was man da alles erlebt. Zwei Typen, die eine Glasscheibe tragen, ne, eine Frau mit einem Einkaufswagen, Tomatenstand, ne? Und dann durch die Scheune, ne, wo die Hühner so rumfliegen dann. Aber die Musik war spannend. So, da hinten war das Monster. Da gehe ich aber nicht wieder hin. Da ist mir zu... läuft's immer... Es läuft immer noch hinter mir her! Okay. Deswegen ist die Musik immer noch spannend. Ah, bin gestolpert. Ah, ich war nicht schnell genug. Ich war nicht schnell genug. Nein! Gut, dass man Continue machen kann. Nicht auszudenken, ich müsste das alles wieder von Anfang an spielen. So, jetzt werde ich das Spiel austricksen. Jetzt gehe ich wieder zurück. Oh! Da habt das. Schon ist alles weit weniger aufregend. Ne? So wie wir es gerne haben. Schließlich möchte ich meine Zuschauer nicht hier rausjagen, um sie aufzuregen. Sondern einfach, um ein bisschen Zeit mit mir zu verbringen. Okay, aber selbst wenn ich es jetzt weiter ernst nehmen würde, will ich mal gucken, ne, ob ich hier unverfolgt von mordlustigen Bestien vielleicht doch hilfreiche, spannende Dinge finden kann. Und dann hoffentlich wieder zurück zu meiner Freundin Emily und ihrem perversen Bruder. My guess is, it's one of the trolley carts that used to be used in the mine. Das ist ein künstlerischer Satz, das ist Poesie. Nochmal bitte. My guess is, it's one of the trolley carts that used to be used in the mine. Das klingt wie eine Sprechübung für Englisch als Zweitsprache. I can't move it, but I could probably hide in it if I had to. Na, vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit, vor irgendwas zu fliehen. Dann kannst du dich hier verstecken. Hätte ich eben machen können. There are several locations useful for hiding. Press the A button, the Z key. Nicht, dass wir mal einen Key für zwei Sachen benutzen können. Wir müssen immer neu. Also mit Z kann ich mich verstecken. Ja? To hide and press it again to come back out. Hiding will help you avoid the enemy. But if you are too slow, they will still find you. So get to a hiding spot quickly. Versuchen wir es mal. Es ist natürlich der Y-Key auf meiner Tastatur. Logisch! Das sieht nett aus, ne? Wie sie da so versteckt ist. So, und dann kommt sie wieder raus. Ja, da könnte ich das Monster hierher locken. Hierher locken. Und, aber warum soll ich das tun? Ich weiß jetzt schon die Antwort. Ich sollte es tun, weil ich jetzt noch den letzten Eingang mir angucke, irgendwas finde. Und das war's. Und dann muss ich zu dem Monster, um irgendwie weiterzukommen. Ich muss das Monster ablenken, hierher holen und dann muss ich da vorbei, wo das Monster ursprünglich war. Bestenfalls. Oh, eine Schaufel. Kann ich die nehmen? Kann ich mich damit verteidigen? Nein. Nein ist die Antwort.
Warum sollte ich auch? Ich weiß, dass hier Monster sind, aber warum sollte ich eine Schaufel mitnehmen? Ist ja albern. Oh, eine Ration. Ich habe eine Ration gefunden. Das muss reichen. Sieht nicht lecker aus. Was ist das? Wenn es ein Schokoriegel ist, ist er nicht mehr gut. Und wenn es einfach nur ein Stück Shortbread ist, weiß ich nicht, wie lange es hier schon gelegen hat und was für unheilige Feuchtigkeiten das aufgenommen hat. Das war's, oder? Konnte ich hier unten noch? Ich hab's schon wieder vergessen. Ne? Aber warte mal, bevor ich jetzt wieder hier... So, hier wollte ich mal gucken. Da! Map. Ich habe eigentlich nichts übersehen, oder? Die Map ist sehr anschaulich. Sehr. Sehr anschaulich. Sehr. Sehr, sehr schön. So, gut. Escape. Dann gehe ich jetzt nochmal zu dem Monster, ne? Guck mal, ob ich mich dann verstecken kann. Und bei Ihnen so? Corona und so, wir stehen das durch, oder? Ja. Sollte langsam wieder Vögel füttern. Ja, ist langsam die Jahreszeit. Achso, Moment, war ich da unten rechts? Ich glaube, ich war da unten rechts, ne? Ah ja, hier sehe ich ja irgendwas auch. Sehe ich da irgendwas? Nein, ich weiß nicht, wo ich bin. So, hier gab es keinen Weg. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann ist doch... Hier geht's runter. Und da müsste rechts von mir jetzt noch eine Leiter sein, die runterführt. Da dürfte ich dann noch nicht gewesen sein, oder? Tatsächlich. Die Map, die ist hilfreich. Und da geht's auch dann weiter. Ah, ne, vielleicht muss ich dem Monster noch gar nicht begegnen. Mal gucken, was ich hier finde. Das ist spiegelverkehrt ungefähr das, wo ich eben die Ration gefunden habe. Ich nehme mal genug Steine mit. Vielleicht kann ich das Monster mit Steinen bewerfen. So, genug Steine in die Taschen. Damit ich besser laufen kann. Ja, wie gesagt, ne? Vögel füttern sollte man eigentlich das ganze Jahr mittlerweile. Aber man sollte sich im Fachhandel beraten lassen. Oder im Internet informieren, welches Futter für welche Vögel geeignet ist. Werfen Sie also nicht einfach nur irgendwelche Körner raus, sondern informieren Sie sich bitte, welche Vögel Sie in Ihrem Garten haben und welches Futter die vertragen. Und hängen Sie das Futter bitte so auf, dass Katzen nicht dahin können. Das könnte es zu unschönen Situationen kommen. Hier kann ich mich doch bestimmt wieder verstecken. Ich mache das nochmal mit Y, ne? Ja, tatsächlich. Ja! Und das war's schon wieder. Gut. Wollen wir das Monster aufsuchen? Hm? Dann wird's spannend. Dann wird's richtig spannend. Ja, was könnte ich noch sagen? Damit es nicht so langweilig wird. Halloween steht vor der Tür. Ich sag's schon in meinem anderen Video, ne, dass ich dieser Oktober irgendwie zu schnell vorbeiging, was schade ist. Weil ich den Monat liebe. Und ich wollte eigentlich, ich hatte so diese Idee, dass ich irgendwie jeden Tag irgendwie ein Spiel mache, ein Horrorspiel. Hab ich nicht ansatzweise geschafft. Ich hau jetzt noch raus, was rauszuhauen ist. Andererseits bin ich ja der Meinung, dass man Halloween durchaus ausweiten sollte. Ja, bis
bis es sich wie Weihnachten anfühlt oder so. So, jetzt begegne ich aber dem Monster. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend! Mal gucken, was mir jetzt begegnet. Ein geheimnisvolles Geräusch. Oh, what's that? I hear something ahead. Oh, someone's there. Maybe they know where the exit is. Excuse me, I was wondering. Huh? Mhm. So, jetzt muss ich wieder diese verdrehten Hände haben, ne? Jetzt fällt sie erstmal hin. No. Somebody! Ja, ist ja gut. Ach, geschafft. Sie latscht einfach, ne? Ich kann doch nicht laufen. Keine Chance zu laufen. Er holt mich dann einfach ein. So. Jetzt schön, schön Zeit lassen. Nicht hetzen lassen. Na? Du hast das nicht nötig. Wenn die Kerle was wollen, sollen die sich bemühen. So, ich laufe jetzt mal den ersten Weg, den ich da irgendwie entdeckt hatte. Na, hier fühlte ich mich ja eben schon unverfolgt. So, hier vorne muss ich rein. Da kommt er schon. Da kommt er schon. Und jetzt muss ich mich verstecken. Ich bin... Ah, versteckt. Was? Wieso hat er mich gesehen? Ich hab versagt. Ich hab versagt. Tja, da hat er mich wohl. Da kann man nichts machen. Würde ich sagen. Ich denke, ich habe keine Chance, da rauszukommen, ohne ein ausführliches Walkthrough-Let's-Play-Tipp-Video, das ich mir ansehen muss, wo ich mir all die Details und Feinheiten anschaue. Und bis ich das gemacht habe, unterbrechen wir hier und sehen uns hier irgendwann wieder. Oder auch nicht. Vielleicht eher nicht.